Wer einen aktuellen Blick auf die Elbestadt Wittenberge wirft und auch die Entwicklung der letzten Jahre aufmerksam verfolgt hat, könnte ein kurzes Fazit ziehen. Umgangssprachlich sagt man wohl, es läuft. Vielleicht ein wenig salopp formuliert, aber mehr als zutreffend für eine Stadt, die mit der Wende große Arbeitgeber und damit viele Bewohner verloren hat und in der Gegenwart als Vorzeigeort in Brandenburg für Stadtentwicklung mit Idee, Sanierung und Neugestaltung gilt. Dies sieht man nicht nur an vielen Orten in Wittenberge wie dem Jahnstuhlviertel und der Elbuferpromenade. Wittenberge ist auch vorne mit dabei, wenn es darum geht, große Events wie das Landesmusikschulfestival Sound City 2015 zu veranstalten oder auch den Brandenburg-Tag 2018, für den Wittenberge sich erfolgreich bewerben konnte. Das Sahnehäubchen gab es dann in diesem Jahr im November. Der Ostdeutsche Sparkassenverband verlieh der Elbestadt zusammen mit der Zeitung Super Illo die Auszeichnung Kommune des Jahres 2017. Bürgermeister Dr. Oliver Herrmann nahm die Auszeichnung in Potsdam zusammen mit einer Delegation der Elbestadt und des Landkreises Prignitz entgegen. Die Entscheidung wurde begründet damit, dass die Stadt doch in den letzten Jahren eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht hat. Wenn man mal sieht, wie die Ausgangslage so kurz nach der Wende war, mit dem Untergang der Industrien, mit der Schrumpfung und der schwierigen mentalen Lage in der Stadt und wo wir jetzt sind. Es ist nicht so, dass alles perfekt ist. Das haben wir auch bei der Bewerbung so gesagt, dass wir jetzt nicht alles 100%ig in Ordnung ist, aber wir sind auf dem Weg und die Stadt hat wieder eine Zukunft. Und diesen Wandel von dieser sehr schwierigen Ausgangslage nach 1990 und jetzt wieder mit Zukunft, das hat die Jury überzeugt zu sagen, Wittenberge ist Kommune des Jahres 2017. Eine Auszeichnung, die sich die Stadt aber nicht alleine auf die Fahnen schreibt. Denn maßgeblich zur Entwicklung, vor allem auch der wirtschaftlichen, mit zahlreichen neuen Unternehmensansiedlungen und dem Neubau eines Industriehafens und Umschlagplatzes beigetragen, hat hier eine gemeinsame Förderregion. Gemeint ist der regionale Wachstumskern Prignitz, zu dem neben Wittenberge auch die Kreisstadt Perleberg, die Gemeinde Karstädt und das Umland zählt. Damit sind die positive Entwicklung und die Erfolge in der Elbestadt nicht zuletzt auch eine Auszeichnung der gesamten Region. Also Kommune des Jahres 2017 zu werden, das ist ja nicht ein Verdienst von einer Person oder nur einer Stadt, sondern ich denke gerade, was uns hier in Stadt und Region auszeichnet, ist ja, dass wir ganz anders miteinander kooperieren als vielleicht anderswo und dass das auch Leute, die hierher kommen wollen, hier wohnen wollen, arbeiten wollen, auch merken, dass hier die Wege noch kurz sind, dass man miteinander kooperiert und dadurch Synergien schafft. Und da ist natürlich der regionale Wachstumskern ein ganz wichtiger Partner in der Region, der uns hilft, hier in Wittenberge auch die Ansiedlungsbedingungen und überhaupt die Standortfaktoren Lebensqualität zu verbessern. Ohne diesen Verbund, glaube ich, wäre Wittenberge nicht da, wo es jetzt ist. Die Auszeichnung Kommune des Jahres hat zwar nur symbolischen Wert, trotzdem darf man in der Elbestadt zu Recht stolz sein. Und nicht zuletzt will man in Wittenberge mit dem Titel auch in Zukunft für sich werben. Das ist ja so eine Art Gütesiegel, was diese Stadt jetzt bekommen hat. Wir werden also noch in Jahren sagen können, wir waren Kommune des Jahres 2017 und das ist ja ein Qualitätsmerkmal. Also jeder, der mitmacht, ob das nun eine Institution ist oder ein Unternehmen oder wer auch immer, kann sagen, er lebt oder arbeitet in der Kommune des Jahres 2017. Das sagt ja was aus. Und wenn wir das richtig anstellen, also nicht einfach nur sagen, ja, das ist jetzt so, sondern das tatsächlich auch fürs Image und für die Werbung benutzen, denke ich, hat das unheimlich viel Potenzial. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch jetzt in der Medienaufmerksamkeit stehen. Und gerade Wittenberge war ja auch nicht immer nur mit positiven Nachrichten bestückt, ist es natürlich auch ein wesentlicher Faktor für die Werbung in dieser Stadt. Da macht es sich gut, dass sich die Elbestadt schon in wenigen Monaten wieder von ihrer besten Seite zeigen kann. Denn im August 2018 heißt es hier in Wittenberge leinenlos zum Landesfest. Wir freuen uns mit Wittenberge auf den Brandenburgtag 2018.